Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als wir zur Kenntnis nehmen konnten und mussten, dass sehr kurzfristig der frühere Bundestagsfraktionsvorsitzende der CDU, Herr Merz, Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafens werden sollte, haben sich nicht wenige und auch wir gefragt, was der Hintergrund für diese plötzliche Entscheidung sein könnte. Auf der einen Seite war es offensichtlich die Causa Gavenz, auf die ich heute nicht mehr eingehen will, die aber, glaube ich, auch dieses Haus im neuen Jahr noch das ein oder andere Mal beschäftigen wird. Und auf der anderen Seite war es ganz offensichtlich das Vorhaben, das da noch bestand, nämlich Teile des Flughafens oder den Flughafen in Gänze zu privatisieren. Das ist offensichtlich, Herr Kollege, der Hintergrund gewesen. Und das sieht man auch daran, wir haben es ja auch bereits im Finanzausschuss zusammen debattiert, dass Sie innerhalb kürzester Zeit mehrfach mit anderen Antworten auf die Fragen von SPD und Grünen reagiert haben, nämlich zunächst mit Antworten, dies sei alles in der Prüfung, und dann hinterher mit Antworten, daran sei nie gedacht gewesen. Ich kann darauf nur hinweisen, dass Sie im Übrigen, und auch das müssten Sie wissen, weil Sie sind damals im Parlament gewesen, in dieser Frage Wiederholungstäter sind. Wer sich die Debatten des Jahres 2008 noch einmal anschaut, mit dem damals noch gerade so amtierenden Oliver Wittke als Verkehrsminister, weiß, dass es schon damals diese Bemühungen gab, auch hier im Land gab, und dass es schon damals die Abwehrschlachten hier im Landtag auch in dieser Frage gegeben hat, übrigens damals auch noch im Zusammenhang mit der Frage eines Grundstücksverkaufs. Warum ist das also heute, obwohl Sie Ihren Standpunkt offensichtlich inzwischen auf Druck der Öffentlichkeit, der Belegschaft und der Parteien rund um den Flughafen geändert haben, immer noch Thema? Es ist immer noch Thema, weil Sie nämlich in dieser Frage ein Vetorecht benutzen sollten und ziehen sollten, das Sie haben. Man muss dazu wissen, alle drei großen Gesellschafter, die Stadt Köln, das Land Nordrhein-Westfalen und der Bund, haben mit jeweils über 30% der Gesellschaftsanteile untereinander im Gesellschaftsvertrag geregelt, dass jeweils Veräußerungen nur dann stattfinden dürfen, wenn keiner der anderen großen Gesellschafter widerspricht. Und insofern ist Ihr bisheriges Darstellen Wohlfall, weil es einen entscheidenden Punkt auslässt, übrigens auch auf der Bundesseite durch den amtierenden Finanzminister, geschäftsführenden Finanzminister, ganz klar ausgelassen hat, der nämlich gesagt hat, die Verkaufsabsichten seien mitnichten vom Tisch, sie seien nur vorübergehend zurückgestellt. Was also ansteht, ist heute nicht nur zu sagen, Sie haben Ihre Haltung inzwischen geändert, Sie prüfen das nicht mehr, sondern Sie gehen auch hin und ziehen das Vetorecht gegenüber dem Bund, das die Möglichkeit bietet, tatsächlich diese Verkaufsabsichten zu stoppen. Solange Sie das nicht tun, bleibt die Frage im Raum, dass Sie mit Ihren Kollegen zusammen im Bund nach wie vor an der Privatisierung arbeiten. Und es bleibt im Raum, dass Sie nur im Moment zurückzucken, weil Sie wissen, dass es unpopulär ist, dass es Widerstand gibt, dass es Widerstand auch von der Belegschaft gibt und dass es deswegen dazu geführt hat, dass Sie stückweise innerhalb von 2 Wochen von Ihrem ursprünglichen Standpunkt abgerückt sind. Das ist die Wahrheit. Und deswegen fordern wir Sie heute auf, erklären Sie hier dem Hohen Haus, dass Sie die Möglichkeit des Vetorechtes für das Land Nordrhein-Westfalen ziehen und die Verkaufsabsichten des Bundes auf diese Art und Weise stoppen. Schönen Dank.